Freitag, der 13. September. Recht kühl. Und wir starten zu einem kleinen Wochenendtrip an die Müritz. Wir befinden uns derzeit noch in Berlin. Geht erstmal zum Bahnhof Charlottenburg und dann mit dem Zug bis Wittstock. Geht gerade über die Spree. So, wir sitzen jetzt im Zug nach Wittstock. Um 11 Uhr, 12 fährt der, wa? So, wir sind jetzt in Wittstock an der Dosse angekommen. Bei recht kühlem Wetter. Wittstock Bahnhof. Mittlerweile 10:01 Uhr. Oh, die heißen Tage sind vorbei, wie vor 2 Wochen noch mit meinem Cousin. Naja, diesmal bin ich mit der Daniela unterwegs, die möchte aber nicht so vor die Kamera. Auf geht's! Durch den Schnee. Dass wir irgendwann schon mal ohne Sonnenbrille losgefahren werden. Über die Brücke? Ja. Ah, das ist Wittstock. Oh, nettes Städtchen hier. So, Wittstock haben wir jetzt verlassen. Leichten Gegenwind heute. Dass es ganz schön Wind ist, sieht man da an den Windrädern oder an dem einen Windrad. Oh, hier haben sie den Mais schon geerntet, teilweise. Sehr vertrocknet alles. Oh, ihr seht, der Radweg hier abseits der Landstraße ein bisschen durch den Wald. Kommen wir nach Rando. Wir erreichen Berlinchen, das kleine Berlin. So, geht zu dem Campingplatz. Wo ich mit meinem Cousin Carsten mal war. Jetzt habe ich die Brille dreckig gemacht. Das muss man kurz stoppen. Ach nee. Das sitzt hier schön durch den Wald. Riecht sehr frisch. So, sind wir noch auf dem Campingplatz hier, wo ich vor 2 Jahren schon mal war. Lahmbecker See. Hier gibt es die letzte Wurst und das letzte Bier in Brandenburg. Und hier das erste. Am Lahmbecker See, wie gesagt. Hier hinterzu ist der Campingplatz. Hin. Links der See. So, haben wir hier so eine kurze Schotterpassage, genau der Wind. Vor ein paar Tagen sah das alles noch besser aus, wettermäßig. Ja, damit befinden wir uns kurz vor der Müritz. Nicht mehr so weit. Gehen wir nach Kiewe.
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Sind wir doch schon in Mecklenburg. Kommen wir nach Friedrichshof. So, Müritz fast erreicht. Wipperow. So, mittlerweile sind wir in Wipperow am Genusskiosk. Hier war früher mal ein richtiger Laden. Boah, der ist weg. Schade eigentlich, war eigentlich ganz gut gewesen. Geöffnet von 8 bis 20 Uhr. Was ist das? So Automaten, kriegst du alles Mögliche. Wisst ihr, was ist das hier? Katzenfutter? Ach nee, Gulaschsuppe, Ravioli. Ja, Getränke hier hinten. War mit dem Imbiss früher, das fand ich besser, aber naja. Hier ist Lenin, oder auch nicht. Ist nicht mehr drauf. Und ein Kaffeeautomat. So, hier vorne ist die Dorfkirche von Wipperow. Das ist heute eine Mecklenburger Kirche hier, wa? Offene Kirche in Wipperow. Schauen wir mal rein. Oh, ganz schlicht. Ganz einfach erhalten. Oh, das ist Wipperow hier. Alte Bauernhäuser. Nicht viel los hier. Sind es noch so 15 Kilometer, dann sind wir in Röbe.
Jetzt geht's mal ein bisschen durch die Natur hier Richtung Müritz. Ein Blick auf die Müritz. Kurz vor Röbe geht unser Weg lang. Oh, es ist mittlerweile 5:45 Uhr, wird doch wieder ein bisschen später. So, wir haben Röbe erreicht.
Das ist Röbel hier. Oh, wir sind jetzt am Campingplatz Pappelbucht angekommen. Rezeption hat natürlich schon zu. Machen wir morgen früh dann alles. So, wie gesagt, Pappelbucht erreicht. Hier direkt am Wasser können wir unser Zelt hinhauen hier bei so einen Hütten. Oben ist der Campingplatz. Naja, bezahlt wird dann morgen. Bleiben wir 3 Tage hier, wa? So, Zelt steht auch direkt am Wasser hier. Besser geht's ja nicht. Samstagvormittag. Wir haben gerade gefrühstückt und hier sind so eine Hausboote, wie gesagt. Kann man schön sie ausleihen. Oh, das ist unser Plätzchen. Wir sind die Einzigen mit dem Zelt hier. Bisschen windig, aber die Sonne kommt ab und zu durch. Da sitzen sie alle auf der Stange. Und unser Kaffeewasser kocht. Noch ein Bildchen da hinten. So, hier haben wir schön gefrühstückt. Oder, naja, fast Mittag jetzt. Und dann wollen wir nachher noch ein bisschen Röbel angucken. Noch mal einen Blick auf Röbel. Schön hier. So, jetzt sind wir in der Windmühle. Ganz oben. Da sieht man so die Zahnkränze hier, für die gedreht wird. Fenster. Ja, viel sieht man hier nicht. Und hier jetzt mal runter. Kleiner Ausblick hier auf den See. Allerlei Erläuterung hier. Naja, ihr wisst ja, wer sehen will, selber herkommen. Blick aus einem anderen Fenster auf einen kleinen Stadtsee hier. Kinder sind der Rhythmus dieser Welt. Hier sind noch die anderen Mühlen in der Umgebung dargestellt. Hier innen ist allerlei Kunst ausgestellt. Und hier kann man raus. Machen. Das Mühlengebäude. Die großen Räder. Zweiter Abend hier in Röbel. Bisschen Gyros geholt. Das brutzeln wir jetzt an. Dann haben wir ein feines Abendbrot. So, jetzt haben wir Abend hier. Der Mondschein herrlich. Drüben sitzen die Enten. Alle auf dem Stamm. Sieht man schlecht. 6.30 Uhr im Zelt. Die Krähen spielen verrückt hier. Sonntag, der 14. September. Wir haben es jetzt geschafft, so gegen 11. Wir starten zu unserer Müritz-Umrundung. Ob wir sie komplettieren, werden wir dann sehen. Bei dem Wind heute wieder. Schauen wir mal. Start erfolgt. Vom Campingplatz aus, Richtung Waren.
Gehenhütten, Oberalp. Ein Hindernis hier. Die Bäume umgehauen. Ah, das waren so die Auswirkungen des Windes, mein umgestürztes Bäumchen. Ja, der Wind wieder unser ständiger Begleiter heute. Oh, wir schaffen das. Zirzo. Willkommen in Zirzo. Und Sitodorf. Reddächer. So, jetzt mal durch den dunklen Wald hier. Sempzin. Lost Places. Blick auf die Müritz. Oberhalb der Müritz, kurz vor Klink. Ort, kleine Steilküste hier. Sehr schön. Ja, möchte ich was los hier auf dem Radweg heute? Und hier ja, einer. Warum bremst du denn so doll? Weil ich nicht weiß, ob hier einer entgegenkommt.
Herrliche Waldpassage wieder hier mit jeder Menge Schutzhütten am Rand. Damit erreichen wir Klink. In Klink hier an der Müritz ein kleines Schlösschen. Hier die Müritz mit jede Menge Getier hier im Vordergrund. Oh, sind es noch so 15 Kilometer bis Waren. Da gibt es dann erstmal ein Fischbrötchen und eine kleine Stärkung. Das ist Klink an der Müritz. Hier so Feriensiedlung, aber alle Nachsaison. Tick-Tack durch den Wald hier. Ja, gleich über die Elde, hier in Eldenburg. Ein Campingplatz kurz vor Waren. Wieder Hausboote hier an der Seite. Und schon in Waren. So, jetzt sind wir hier in Waren am Markt. Gerade ein Käffchen getrunken, Kuchen gegessen, Torte, sehr lecker. Bin schon da. So, sind wir noch der Müritzfischer hier in Waren am Hafen. Holen uns auch ein Fischbrötchen für unterwegs. Ja.
Freizeit schon wieder erlaubt, ne? Uwe! Bei mir gibt es einen Selpen. Dieser Nieder hat einen Weißböter. Backfisch. So, nach dem leckeren Fischbrötchen geht es jetzt weiter. Ostseite der Müritz. So, wir verlassen Waren. So, da jetzt mal hier durch den Wald und den Trail abseits der Straße. Befinden wir uns hier im Naturschutzgebiet der Ostseite der Müritz. Speckersee See und sowas kommt gleich. Sind wir jetzt hier im Naturschutzgebiet, hier so ein Aussichtsturm. Reinstes Waldgebiet hier. Na, gehen wir mal kurz hoch. Am Speckersee sind wir. Verewigt hast du uns auch noch nicht, fällt mir gerade auf. So, da sind wir oben. Ach so. Da unten sind unsere Radeln. Hört mal einen schönen Blick hier. Hier geht es weiter, den Radweg. Ah ja, haben noch so 40 Kilometer bestimmt. Jetzt hier so das alles gesehen habe. Da hinten ist der Speckersee. Hier ist das Gebiet, wo der Willi Stoff, ehemaliger Ministerpräsident der DDR, sein Jagdrevier-Wochenendhaus hatte. Schöner alter Laubwaldbestand hier im Naturschutzgebiet. So, wir haben jetzt gut die Hälfte weg, sind mal so 35 Kilometer circa. Schaffen wir im Hellen. Mecklenburger Weiderind. So, wir erreichen Bülker Mühle. Und Bülker Schleuse. Hier kommt so ein Bus. Die Bülker Mühle hier. Foto machen? Ja. Oh, jetzt sind wir Bülker Mühle. Und hier ist sie. Bis Rechlin noch 7,5 Kilometer. Da werden wir noch mal ein Päuschen machen. Wir haben genug Zeit, ist gerade mal 16:15. Wir sind jetzt recht flott vorangekommen. Es ist die Boltermühle. Wir wollen ja keine
Fehlinformationen hier verbreiten. So, jetzt hier parallel zur Straße bis nach Rechlin. Rechlin Nord. Hafen Rechlin Nord. Ja, hier links halten. Hafen Rechlin, somit haben wir die Müritz fast einmal umrundet jetzt. So, Rechlin Nord, hier ist dieses Flugzeug- und Hubschraubermuseum, Luftfahrtmuseum. Und hier oben sieht man zwei so eine Hubschrauber. Rechlin erreicht. Da ist es. Nee. So, Rechlin jetzt. Üblich an der Radlerrast kurz zu Hause. Ja, ist jetzt 5 ungefähr so. Haben wir noch so 20 Kilometer, wa, denke ich. Und dann sind wir da. So, nach der kurzen Rast geht es jetzt weiter. Ist jetzt 5:30. Kommen wir noch im Hellen an heute. In Löbel. Auf der anderen Seite von der Straße. So, da kommen wir wieder Richtung Gröbel an der Müritz. Wir überfahren jetzt den Miro-Kanal. Es schließt sich. Wir waren mal vor 2 Tagen schon mal. Sonne schon Richtung Ludorf jetzt. Ludorf. So, jetzt geht's der Abendsonne entgegen. Gutes Stündchen noch bis Sonnenuntergang. Schaffen wir. So, damit sind wir wieder in Röbel. So, da sind wir wieder in Röbel. Vorne nochmal die Windmühle. Die letzten Meter bis zum Campingplatz. Pappelbucht. Wir haben unsere Umrundung geschafft. Daniela lacht. Haben wir 7 Stunden gebraucht ungefähr. Und es waren knappe 77 Kilometer oder 80, sagen wir knapp. Jo, war schönes Wetter. Jetzt hatten wir sehr nicht so dollen Gegenwind auf dem letzten Stück. Sehr schön und ein super Sonnentag gewesen. Alles in allem super. Jo, letzter Abend unseres Kurzurlaubes hier an der Müritz. Meine Taschen sind schon gepackt. Die
Die Daniela duscht jetzt. Dann ich duschen. Dann nehmen wir noch Abendbrot essen. Oder essen Abendbrot hier so rum. Und dann geht es morgen früh nach Waren und mit dem Zug wieder nach Berlin. Montagmorgen. Wir sind am Packen. Wie man sieht. Geht es jetzt nach Waren und dann mit dem Zug nach Hause.